Hallo im Küchengarten. Wie ihr in dem kurzen Einspieler schon gesehen habt, konnte ich auch draußen schon wieder einiges auspflanzen und aussehen. Zum Beispiel habe ich gelbe Karotten ausgesät, Lauchzwiebel habe ich ausgesät und auch Ringelblumen gepflanzt. Dann warten auch noch ganz viele Kohlpflanzen und auch rote Beete darauf, dass ich sie jetzt schon in ein Frühbeet setze. Mit diesen Pflanzen, die doch recht kälteresistent sind, erhoffe ich mir eine ganz frühe Ernte und somit einen frühen Saisonstart. Heute soll es aber um etwas gehen, was ich hier im Haus kultiviere und pflege, bis die letzten Frosttage Mitte Mai vorbei sind, und zwar um Tomaten. Warum bin ich so aufgeregt, dass ich heute endlich meine Tomaten aussehen kann? Und zwar sind Tomaten mitunter eines der Gemüse, wo man wirklich den Unterschied zwischen denen aus dem Supermarkt schmeckt. Es gibt so viele verschiedene Sorten, unter denen man probieren kann. Also es gibt wirklich für jede Anbauregion, für jeden Geschmack eine Sorte, die man versuchen kann. Also Tomaten sind mitunter eines der faszinierendsten Gemüse, die man hier im Kleingarten, im Hausgarten oder auch auf dem Balkon oder der Terrasse anbauen kann. Empfehle ich wirklich jedem, auch wenn ihr sonst nicht gärtnert, Tomaten, versucht es. Zuerst möchte ich euch zeigen, welche Sorten ich mir dieses Jahr rausgesucht habe, um bei mir im Küchengarten anzupflanzen. Es sind neue dabei, altbewährte, und ich kann euch den Tipp geben, probiert was aus, zusätzlich zu dem, wo ihr wisst, dass es euch schmeckt, denn es kann immer wieder eine neue Überraschung dabei sein. Das Wichtigste ist vor allem, dass ihr diese Art der Tomaten anpflanzt, die ihr auch gerne essen wollt, die eure Familie gerne isst. Bei uns zum Beispiel ist es so, meine Jungmannschaft liebt diese kleinen bis mittelgroßen Cherry- oder Flaschentomaten, möglichst eine bunte Vielfalt am Teller, die sie einfach am Abend zu der Jausen, zu der Brotzeit mit dazu naschen oder auch in der Früh zu einem Käsebrot. Das ist bei Ihnen wirklich hoch im Kurs. Das heißt, ich werde eine große Vielfalt an bunten und verschieden großen Cherrytomaten bis mittelgroßen Cherrytomaten anpflanzen. Ich plane nicht großartig Sugo einzukochen. Da reicht mein Platz auch gar nicht dafür, dass ich von einer Sorte so viel anpflanzen kann. Mir und meiner Familie ist einfach am wichtigsten, dass wir eine Geschmacksvielfalt an Tomaten im Garten haben. So, was habe ich also für Schätze, die ich dieses Jahr aussehen werde? Und zwar erstmal die mexikanische Honigtomate, eine traumhaft süße, kleine, knallrote Tomate. Die hatten wir schon mal im Garten, trägt reich und ist wirklich köstlich. Dann die Black Cherry ist für viele eine Standardtomate. Sie macht mittelgroße, dunkelrote, fast ins Schwärzliche gehende Früchte, unglaublich reichtragend, wahnsinnig geschmackig, kommt auch wieder mit in den Garten. Dann habe ich hier die Indigo Cherry Drops, ganz viele kleine Früchte, die sich von, die oben dunkel gefärbt sind, nach unten hin heller werden. Dann ein absolutes Muss ist die Ivas Sweet White. Die habe ich ja letztes Jahr gewonnen bei der Saatgutverlosung von Florian Rigotti. Danke nochmal, Florian. Und das war auch der Gewinner unserer letztjährigen Tomatenverkostung. Schaut euch die unbedingt an. Da gibt es wirklich ein paar Highlights. Ich verlinke euch das hier oben, das Video. Und die kommt unbedingt wieder in den Garten da. Die schmeckt einfach traumhaft, ist ergiebig. Eine der besten Tomaten, die ich jemals hatte. Dann, mal schauen, dass ich das ein bisschen nach der Größe ordne. Dann kommt etwas Neues, und zwar Opas süße Dattel. Die habe ich mir
gekauft bei Anja von Anjas Gartenreich. Die baut ihr Opa, der ist eine echte Koryphäe im Bereich Garten- und Gemüseanbau. Da gibt es auch ein ganz tolles Video, das habe ich mir sicher schon dreimal angeschaut, weil sein Garten so traumhaft ist. Verlinke ich euch oben in der Ecke. Und Anjas Opa baut diese Tomate schon seit Jahrzehnten, glaube ich. Auf jeden Fall schon ewig bei sich im Garten an. Und sowas auch versuchen zu können, das macht für mich den Reiz des Gärtnerns aus. Und dann etwas, das ich noch nie probiert habe, die Tomate Mondsteingrün. Also überhaupt habe ich noch nie eine grüne Tomate probiert. Da habe ich immer so ein bisschen zurückgeschreckt, weil bei grün ist es ein bisschen schwierig, wann sind die reif, wann kann ich die ernten? Und ich glaube, das Auge isst mit. Eine Tomate gehört rot bis ins Dunkle hinein oder gelb. Aber das war ein Geschenk von Anja. Und warum nicht? Ich probiere es mal. Dann habe ich hier die Tomate Artisan Fire. Die ist jetzt etwas größer. Das ist eine Flaschentomate, Datteltomate. Aber schon etwas größer. Sie ist toll gefärbt. Die habe ich im Jahr 2021 probiert, aber da war dann, also das war ja ein Jahr der Braunfäule. Das Video der Katastrophe verlinke ich euch oben in der Ecke. Da hatte ich die angepflanzt und sie hat toll Früchte getragen und nachher sind die alle dieser Krautfäule zum Opfer gefallen. Letztes Jahr irgendwie hatte ich sie vergessen. Aber deswegen möchte ich sie in diesem Jahr nochmal versuchen zu schauen, wie sie schmeckt. Dann etwas Neues, Artisan Gold Bumblebee, die habe ich auch noch nie probiert, aber sie hat so eine tolle Maserung, so eine tolle Farbe und soll großartig schmecken, vor allem für Caprese, also Tomaten-Mozzarella-Salat mit viel Basilikum und das lieben wir im Sommer. Deswegen kommt die mit in die Pflanzliste. Und dann habe ich noch zwei große Tomaten, die man aber auch zum Beispiel in den Burger oder auch in die Caprese versucht. Die Ananastomate, ebenfalls von Florian Rigotti. Traumhaft. Da habe ich letztes Jahr nicht so Glück gehabt mit der Größe. Ich glaube, da muss ich mit der Düngung und auch mit dem Standort ein bisschen spielen. Aber das Wenige und die Kleinen, die ich davon geerntet habe, waren im Geschmack sensationell. Unbedingt wieder probieren. Und dann habe ich hier etwas ganz Spannendes, da freue ich mich besonders. Ich war ja letzten Sommer im August beim Garten-YouTuber-Treffen im Rigottiland und da war auch der Thomas, der Tomatenflüsterer vom Mondsee. Der hat übrigens einen ganz tollen Online-Shop jetzt. Also wenn ihr irgendwelche dieser Raritäten kaufen wollt oder auch was Besonderes ausprobieren wollt, unbedingt bei ihm reinschauen. Und da durfte ich bei der Tomatenverkostung mitmachen. Also er bringt jedes Jahr eine große Auswahl an Tomaten mit. Das Video verlinke ich euch auch oben in der Ecke, wenn ihr das gerne anschauen wollt. Und da habe ich ihn gefragt, ob ich mir von meiner absoluten Lieblingstomate bei dieser Verkostung Saatgut nehmen durfte, direkt vor Ort. Er hat ja gesagt, das war die Tomate Annawein, eine riesige Ananastomate, wunderbar im Farbverlauf und der Geschmack sensationell. Und das habe ich mir damals einfach schnell in Küchentuch gegeben. Jetzt werde ich mir da einfach Stückchen rausreißen und sie direkt mit dem Küchentuch einpflanzen. Also die werde ich hegen und pflegen und schauen, ob ich auch so eine riesige Tomate zustande bringe. Da freue ich mich schon riesig drauf. Für meine Anzuchterde siebe ich zuerst Gartenkompost möglichst fein. Ich habe einen Sack aus dem Pflanzenmarkt vor der Haustür stehen und wie ihr sehen könnt, sind da ziemlich viel grobe Bestandteile noch drinnen. Diese werfe ich dann einfach in mein Staudenbeet, dort kann das weiter verrotten und mit diesem wunderbar feinen Kompost kann man herrlich weiterarbeiten. Der bleibt dann ein bisschen im Gang stehen, bewacht vom Chefgärtner Luki.
damit er sich erwärmt, weil er ja draußen gestanden ist. Und gerade die Tomaten mögen es gerne sehr warm bei der Keimung. Danach mische ich den Kompost 1:1 mit Pflanzerde aus Kokosfaser. Die ist ja absolut nährstoff- und schädlingsfrei. Eine wunderbare Alternative zu Torf. Ein paar Hände Perlite kommen auch noch mit hinein, um eine gute Drainage, einen guten Wasserfluss für die zarten Wurzeln der Sämlinge zu gewährleisten, weil es gibt nichts Schlimmeres bei kleinen Pflänzchen als Staunässe. Wenn die Erde noch zu trocken ist, mische ich etwas Wasser darunter, lauwarmes Wasser, damit sie schon schön gesättigt ist, und fülle es dann in meine Anzuchttöpfchen. Ich drücke die Erde richtig schön hinein. Ich möchte so viel Anzuchtsubstrat wie möglich in diese kleinen Töpfchen bekommen. Die sind wirklich nur der erste Anzuchtschritt, und danach, wenn die Tomaten erstmal gekeimt sind, kommen sie in größere Töpfchen. Und während ich fleißig gearbeitet habe, hat Luki auf die Samen aufgepasst und sie schon schön vorgewärmt, damit sie nach der Aussaat auch gut keimen. Ich benutze eine Anzuchtschale mit 30 kleinen Töpfchen. Hier werde ich von den Sorten 2 bis 3 aussehen. Damit ich nicht durcheinander komme mit der Beschriftung, habe ich hier mein Gartentagebuch, wo ich mir einen Raster gezeichnet habe. Damit ich nachher weiß, wo das erste Töpfchen ist, markiere ich es mit so einem kleinen Holzstäbchen. Und hier werde ich in die Kästchen die Nummern eintragen und darüber dann den Namen der zugehörigen Tomatensorte. Eine ganz einfache Beschriftungstechnik. Löcher für die Samen mache ich mit einem Pflanzwerkzeug, da ich die Erde ja recht fest in die Töpfchen gestopft habe. Die Löcher müssen nicht zu tief sein, denn die Samen werden nur leicht mit Erde bedeckt. Allerdings ist die Tomate ein Dunkelkeimer, so bedeckt sollte sie schon werden, nur nicht allzu viel. Pro Töpfchen habe ich 2 bis 3 Samen verwendet. Man kann ja nie wissen, wie viele wirklich aufgehen. Und später werde ich dann vereinzeln, sodass immer nur eine starke Pflanze im Topf verbleibt. Und zu guter Letzt werden die Samen wieder mit einer dünnen Schicht Erde bedeckt und festgedrückt. Wichtig ist dann natürlich auch der Standort, am besten ein Südfenster. Die Tomaten mögen es ähnlich wie die Paprika sehr warm zum Keimen und natürlich auch feucht, das heißt gut angießen, am besten mit lauwarmem Wasser. Und während der Keimphase ist es auch wichtig, dass die Samen nicht austrocknen. Deswegen kommt hier ein Deckel drüber. Man kann aber auch eine Plastiktüte verwenden, um sich ein kleines Mini-Gewächshaus zu basteln. Schön, dass ihr heute mit dabei wart bei meiner Tomatenaussaat 2023. Habt ihr auch schon eure Tomaten ausgesät? Und ist irgendwas Spezielles dabei? Oder sogar das Gleiche, was ich aussehe? Oder etwas, das ihr empfehlen könnt? Schreibt es mir doch gerne in den Kommentaren. Ich gehe jetzt in den Garten hinaus und werde noch etwas meines frühen Spitzkohl und Rotkohl pflanzen, weil es scheint gerade so schön die Sonne und es ist auch recht mild, es hat an die 12 Grad und da zieht es mich hinaus. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen rauf oder teilt es mit Bekannten, Verwandten und Freunden. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit bei eurer Aussaat, mit euren Tomaten, mit allen anderen Gemüsesorten, die ihr jetzt auf der Fensterbank vorzieht oder vielleicht sogar im Gewächshaus.
Und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!